Herzlich willkommen zur Fahrt über die Forchella Franca. Diese 14 Kilometer lange, aber sehr schmale Gebirgsstraße bietet sich nicht nur als Verbindung zwischen dem Passo Valles und dem Passo Duran an, sondern sie bietet auch fantastische Aussichten. Oh, ich bin gerade verwirrt. Ah, wir sind irgendwie auf dem Weg zum Passo Duran. Das ist aber irgendwie noch 40 oder 50 Kilometer bis dahin. Oh, ich glaube, das ist eine sehr schöne kleine Bergstrecke, die ich da ausgewählt habe, wo nicht viel Verkehr ist. Das war so eine ganz, ganz mikro, fitzi-mitzi kleine Straße, so eine kleine weiße, wo man dann auf Google Maps erstmal gucken muss, na, ist das wirklich auch eine Straße oder ist das irgendwie nur ein Schotterweg? Aber die ist super cool, super schön. Nachteil, hier ist nichts los. Vorteil, hier ist nichts los. Also wenn man jetzt hier einen Kaffee irgendwo erwartet, wird das glaube ich schwierig. Aber dafür wird man mit einer atemberaubenden Straßenführung entschädigt, würde ich mal sagen. Also da kann man echt nicht meckern hier. Wow, wenn man die Kurven im Magen merkt oder die Steigung eigentlich im Magen merkt, dann ist das ganz ordentlich, glaube ich. Wenn es auch immer so wie im Fahrstuhl sich anfühlt. Was für eine coole Strecke. Guck, wie man die schönen Straßen kaputt machen, man. Mit ihren komischen Fräsarbeiten für irgendwelche Rohre. Schaut euch das an, ist das nicht ein wunderschönes Bergpanorama? Ich liebe es. Wow, jetzt buckelt. Uxalaya. Auf jeden Fall 1180, ist gar nicht so hoch hier. Bisschen kaputt, das Sträßchen. Oh, ganz viele Wolken. Das ist aber eine Berg- und Talbahn hier. Du brauchst aber einen stabilen Magen. Wie eng es hier oben werden kann, zeigt nachfolgendes Szenen. Da muss man immer schön die Augen aufhalten und keine Panik kriegen.
Dafür wurden wir aber auch mit fantastischen Ausblicken belohnt. Die Strecke, die ihr seht, führt übrigens über die Forchella di Franca. Das ist zwar kein Pass, aber sowas ähnliches. Tatsächlich wird der Begriff Forchella im Italienischen oft zur Bezeichnung eines Passes benutzt. Und ich würde mal sagen, die Strecke macht diesem Namen alle Ehre. Die Ausblicke sind einfach nur super. Es gibt sehr, sehr lange Strecken an einem sehr steilen Abgrund entlang. Man hat freien Blick auf die Bergwelt. Das. Auch die Straße war niegelnagelneu. Nun gut, Leitplanken, ja, die waren noch nicht fertig. Aber sie waren schon mal da. Ich finde das so cool, wie die Italiener damit umgehen. In Deutschland völlig undenkbar. Ja, wenn da so 400 Meter Abgrund steil runtergehen, keine Leitplanke da ist, dann stellen die Italiener ein Schild auf und dann passt doch bitte auf, dass du da nicht runterfährst. Ne? Die Leitplanken kommen schon mal. Mega cool. In Deutschland wäre diese Straße mindestens für ein halbes Jahr, wahrscheinlich eher für ein Jahr gesperrt. Den kurvigen Weg zur Stadt Agordo hinunter führte uns dieser Baustellenfahrzeugführer, der glaube ich früher Testfahrer bei Ferrari war. Trotz Gasflaschenbeladung ist er mit einem Tempo dahergeballert, dass wir uns anstrengen mussten, dabei zu bleiben. Ich komme gerade original vor wie mit dem Safety Car vor uns. Vielen Dank, dass ihr uns auf dieser Strecke begleitet habt. Wir hoffen, die Forchella di Franca hat euch gefallen.